Wird sie wohl einen herzlichen guten Morgen hier an diesem Samstag, dem 3. Dezember. Und wir sind wieder bei Reinichs Zeitgedanken und es geht um Losung und Lehrtext. Das Eingangsbild hat mich schon ein wenig begeistert und ich zeige es uns allen noch einmal. Wir sehen es, da ist viel Freiheit, da ist viel Weite, da ist viel Staunen, da ist wirklich etwas dabei, was uns begeistert, wenn wir an einem solchen Ort stehen. Da ist wirklich ein Ahnen da, was den Schöpfer angeht. Und dieses Bild soll also von einer umfassenden Freiheit berichten, erzählen. Und darum geht es auch heute bei uns in diesen beiden Texten, die jetzt eingeblendet werden, damit wir sie natürlich mit lesen können. Losung und Lehrtext. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Dieser Psalm ist hochinteressant, wenn man ihn im Ganzen liest. Entdeckt man und hört man und staunt man, da ist einer geschlagen, da ist einer ganz elend beieinander, da ist einer vielleicht gerade so noch am Leben und erkennt aber auch, dass vieles falsch gelaufen ist und er hat seinen Glauben dennoch nicht verloren, hält an Gott fest, macht sich gegenüber ihm auch nicht zu klein, sondern er verkündigt sogar noch Gott und er weist darauf hin, dass Gott ja sogar geholfen hat, eingegriffen hat und er möchte das den Menschen natürlich auch mitteilen, bittet aber gleichzeitig, dass er natürlich auch in seiner Situation noch mehr Hilfe bekommt und dass überhaupt die Menschen von Gott die Hilfe erfahren, die sie notwendig haben. Der Herr sieht vom Himmel auf die Erde, dass er das Seufzen der Gefangenen höre und losmache die Kinder des Todes. Gott ist also einer, der durchaus die Geschicke von uns Menschen auf dieser Welt beobachtet, der sieht sie und der nicht nur sagt, ja, sollen sie mal machen, staune ich mal, wie die da herauskommen, sondern der aktiv eingreift, der mithilft und der wieder aufrichtet, der zu neuen Ufern führt. Also Gott ist nicht einer, der die Welt sich selbst überlässt, sondern der immer noch für seine Menschen einsteht und natürlich was verändern möchte. Und das hat dieser Beter hier in einer großen Umschau wirklich erfahren an seinem eigenen Leib. Er ist also wirklich in Todesnot gewesen und er hat es also auch erlebt, wie Gott für sein Volk eingetreten ist. Und macht das alles deutlich, dass da auch eine Veränderung sich vollziehen sollte und dass wir aufwachen sollten, dass wir sehen sollten, was eigentlich geschieht. Der zweite Text. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei, aus dem Johannesevangelium, ist hochinteressant. Hier wird das Abhängigsein verglichen mit zwei großen Bildern, nämlich einmal das Knechtsein und das Kindsein. Und wir sind eigentlich Knechte der Sünde gewesen und Gott hat uns von dieser Knechtschaft frei gemacht und uns wieder in die Kindschaft hineingeführt. Was ist der Unterschied zwischen Kind und Knecht? Und da wird es nämlich hochinteressant. Ein Knecht bleibt nicht immer in diesem Hause, so wird da gesagt. Das heißt, ein Knecht, der zieht immer wieder weiter, versucht sein Glück an vielen, vielen Ortschaften und ja, auch verschiedenen Zeiten. Ein Knecht, der ist nicht automatisch Erbe, sondern der wird auch dieses Haus wieder verlassen. Während ein Kind, wenn man eine Kindschaft hat, bleibt man mit diesem Hause immer verbunden. Man kann diese Mitgliedschaft in dieser Community des Hauses eigentlich nie verlieren. Man bleibt immer der Sohn oder die Tochter der Eltern. Man hat sogar auch Anspruch auf das Erbrecht sozusagen. Und das wird hier in diesen beiden Bildern klar gemacht. Gott hat uns aus dieser Knechtschaft, aus dieser ständigen Aufbruchssituation und dass wir in ganz verschiedenen Bereichen und Situationen immer wieder auch genügen müssen, herausgezogen. Und wir wissen auch, dass wir ein ganz großes Problem haben, nämlich heute. Wir sind eigentlich in die Knechtschaft gezwungen, gedrängt worden. Und immer mehr Menschen begreifen das. Wir können fast gar nicht mehr unsere Kindschaft wahrnehmen, weil wir nämlich in die Knechtschaft gezwungen worden sind. Gibt es eine riesengroße Abhandlung zwischen Mensch und Person und
Leider hat sich die Kirche da nicht gerade mit Ruhm besudelt. Sie hat da wahrscheinlich mitgewirkt, dass wir in eine Abhängigkeit geraten sind, die uns vollkommen gefangen nimmt, die uns geradezu in die Sünde treibt, in die Gottesferne. Und das sehen wir am heutigen System, dass man die Religion ja sowieso bald über Bord werfen möchte und dass man auch gegen die Religion agiert hat, dass man gegen die Freiheit sich gewandt hat, dass man uns immer mehr in die Abhängigkeit gebracht hat. Das zeigt zum Beispiel auch, dass heutzutage Frau und Mann arbeiten müssen, um eine Familie zu ernähren. Das heißt, man hat ganz bewusst diesen freien Menschen in die Abhängigkeit und zwar in die Endlosschleife hineingebracht. Und diese Endlosschleife heißt Konsum und heißt letztlich auch Arbeit. Und diese Endlosschleife, aus der rauszukommen, ist so schwer, weil das gesamte System auf dieser Welt so funktioniert, dass wir eigentlich nur noch Dienstleister sind für die Obrigkeit, schaffen, bis wir umfallen und dann natürlich auch noch, damit wir nicht ganz aufgeben, damit wir die Sache nicht durchschauen, hier und dort einen Konsum vorgegaukelt kriegen, der die Erfüllung des Lebens sein soll. Spiele und Brot, das sollte man ihnen geben. Und wir sehen auch, dass auch mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft heute ja nichts anderes versucht wird, als die Menschen wieder abzulenken in ein Thema der Begeisterung einer anderen Welt, wo man Menschen zujubelt, wo alles in Ordnung scheint und im Hintergrund werden Gesetze verabschiedet, die uns dann noch mehr in diese Knechtschaft hineintreiben. Und wenn wir jetzt aufgerufen wären, dass Gott uns eigentlich aus dieser Knechtschaft erlöst hat, er hat mit seiner Handlung damals gezeigt, ich nehme die Schuld auf mich und ich bereinige das zwischen Gott und euch und jetzt liegt es an euch, diese Freiheit wahrzunehmen. Und das merken wir genau heute, was da eigentlich passiert. Wenn wir diese Freiheit wahrnehmen wollen, dann müssten wir uns nicht nur theoretisch, sondern praktisch aus dieser Knechtschaft auch befreien. Das heißt, wir müssten die Abhängigkeiten in ein System, das uns ausbeutet, das uns aussaugt, das uns die Freiheit nimmt, das uns letztlich auch jetzt noch ganz in die Sklaverei bringen möchte, dieses System müssten wir mit friedlichen Mitteln abschaffen und ein System der Freiheit wieder leben. Und zwar, da sind wir Christen am meisten gefordert, weil ja wir wissen, dass wir in der Kindschaft Gottes sind. Wir haben die Kräfte dazu, frei zu leben, mutig zu sein, aufzustehen und zu sagen, bitte mit uns nicht. Und jetzt geschieht es ja, dass sogar Nebenwelten geschaffen werden. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist. Es ist jedenfalls ein Schritt auch wieder, um den Versuch der Freiheit ja wieder neu zu definieren, zu leben. Und vielleicht ist es auch ein anderer Weg, der uns gegeben wird, dass wir generell sagen, wir Christen, wir gehören viel mehr in die Verantwortung hinein, um diese Freiheit auch für alle Menschen wirklich zu erwirken und sie möglich zu machen, dass wir uns einsetzen dafür und nicht nur in diesem System mitfunktionieren. Und da sehe ich einen ganz, ganz großen Fehler der Kirche, dass sie sich mit diesem Staat verbunden hat, sich abhängig machen lassen hat, denn sie bekommt ja Dienstleistungen, die kein anderer Betrieb bekommt. Und da ist sie so abhängig, dass sie die Freiheit gar nicht mehr leben kann. Sie muss, und das hat sich ja auch in Corona gezeigt, sie muss diese Partitur mitspielen, die der Staat vorgibt. Und das heißt, wir sind überhaupt nicht mehr frei in der Entscheidung. Wir können den Glauben nicht mehr frei leben. Wir können die Kindschaft, so wie es da im Johannesevangelium heißt, die uns Gott wieder erkämpft hat, die haben wir eigentlich wieder verspielt und können sie gar nicht leben. Und darum geht es heute in unserer Zeit, dies zu erkennen, dass wir, wie der Beter auch im Alten Testament, das Umfeld sieht, dass es uns vielleicht momentan sehr schlecht geht, weil wir noch wieder in der Knechtschaft uns befinden, dass wir aber gar nicht dort sein müssen. Wir könnten schon auf der anderen Seite leben. Gott wird uns dabei stärken, er wird uns helfen, er wird uns die Wege weisen, die wir gehen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auf den Glauben besinnen und wieder erfahren und erkennen, was Gott eigentlich für einen Dienst uns gegeben hat. Er hat uns die Freiheit geschenkt und die hat man uns mit raffinierten Mitteln natürlich wieder genommen. Und jetzt gilt es,
Ich weiß nicht, ob die Christenheit das schafft. Ich hoffe es, weil sie nämlich mit Gott verbunden ist, dass wir diese Freiheit mit Gottes Hilfe in diese Welt wieder zurückbringen. Das heißt, dass die Menschen nicht einer Welt dienen müssen und ihren Vergänglichkeiten, sondern dass eine Welt wieder Gott dienen kann. Und das macht sich ja in so vielen Bereichen heute auch ganz klar deutlich, dass selbst die Politiker nicht mehr den Schwur leisten, so wahr mir Gott helfe. Sie wollen von Gott nichts wissen, sie wollen diesen Gott überhaupt nicht mehr akzeptieren und sie wollen noch nicht die Freiheit, sondern sie wollen die Freiheit nur für ein paar wenige und die Masse hat einfach zu gehorchen und sich zu fügen. Und genau deshalb ist es passiert, dass die Menschen immer wieder in die Kriege getrieben worden sind. Wir sind jetzt auch nicht in friedlichen Zeiten, wir sind im Krieg. Wir sind in einem Krieg, der mit Waffen und mit Psychologie ausgeführt wird und der ist so gefährlich, dass viele gar nicht mehr merken, dass ihnen die Freiheit immer noch ein Stückchen mehr genommen wird. Und insofern sind diese zwei Texte und das Bild am Eingang von der großen Freiheit, wo wir durchatmen können, wo wir die Welt ein Stückchen genießen und gebrauchen können, die sind so wichtig, dass wir unsere Bestimmung wieder erkennen, wo wir hingehören, nämlich in die Freiheit, in die Kindschaft Gottes, die uns zu allem fähig macht, im friedlichen Sinne, im verständlichen Sinne, in der Liebe, in der Wahrheit und nicht in solche Abhängigkeiten, wo wir Steuern zahlen müssen und indirekt Kriege finanzieren, Programme finanzieren, wo Menschen letztlich nicht Hilfe erfahren, sondern jämmerlich in den Tod getrieben werden. Es ist also nicht zu spät und diese beiden Texte heute an dem Wochenende vor dem zweiten Advent, sie zeigen uns auf, für was für eine Freiheit wir geschaffen sind. Und ich wünsche uns, dass wir dies neu erkennen, dass wir die Gelegenheit wahrnehmen und aufbrechen und sagen, es wird Zeit, dass wir in diese Freiheit auch schon hier in unserem Leben wieder einsteigen und sehen, wozu uns Gott eigentlich geschaffen und berufen hat. Die Straße des Lebens komme uns entgegen, der Wind stärke uns den Rücken, der Regen falle sanft auf unsere Köpfe, die Sonne scheine warm in unser Gesicht, die Glut in unserem Herzen verlösche niemals. Bleiben wir geborgen in der tiefen und gnädigen Hand Gottes von nun an bis in Ewigkeit. Ich wünsche uns allen ein wundervolles Wochenende mit der entsprechenden Erholung, aber auch mit dem Drang und mit dem Spüren und mit dem Wissen, dass es für uns jetzt an der Zeit ist, zu wechseln von der Knechtschaft in die Kindschaft, in die Freiheit, dass wir uns die nicht lähmen lassen. Und mit friedlichen Mitteln können wir so viel bewirken. Und ich hoffe, dass gerade die Christen da eine Vorbildwirkung jetzt zeigen und sagen, wir haben die Kraft Gottes auf unserer Seite. Wir können andere, die in der Knechtschaft noch so tief unten sind, mit herausholen. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, werden Sie gesund, lassen Sie Gott über sich wachen. Und wie gesagt, wenn Sie mögen, teilen Sie diesen Stream, damit die Menschen wieder von ihrer Freiheit hören, von der großen Botschaft Gottes. Und wenn es Ihnen Freude macht, dann schalten Sie bei einem nächsten Stream wieder mit hinein. Wir haben ja morgen Sonntag. Ich werde etwas zum Predigtext sagen und ich werde ganz bestimmt vielleicht auch wieder an dem einen oder anderen Abend die Abendlese für Sie ein wenig bewegen. Ja, und wer mal ins Gespräch mit mir auch in der Öffentlichkeit kommen will, den lade ich ein. Wir können gerne mal eine Konferenz schalten. Wir können gern mal ein Gespräch für alle öffentlich machen. Ich würde gern dafür bereitstehen und da kann ich das auch vorbereiten. Ich würde dann einen Link schicken und derjenige, der mit mir mal ins Gespräch kommen möchte, der kann mich ja über E-Mail erreichen und mir sagen, ich hätte mal Interesse in dieser Themenwelt zu diskutieren oder vielleicht auch noch Ergänzung zu geben. Denn es ist ja so, dass wir nie alles wissen und auch ich weiß nur einen ganz kleinen Bruchteil. Und wir leben davon, dass Gott uns die Gedanken schenkt und sie lenkt und dann letztlich für die Menschen bereitstellt. Also in diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende und wie gesagt, bis bald, ihr Reini aus den Zeitgedanken hier in Appenzell Innerrhoden. Auf Wiederloge.
Musik.